Herzlich willkommen zur nächsten Folge Level 8 Wizard in Icarus Online und ich zeige euch jetzt mal, wie es hier weitergeht. Unter anderem habe ich die Level 8 Skills endlich bekommen und es ging diesmal richtig schnell mit dem Charakter. Also ja, ich meine, ich bin ein paar Mal gestorben im vorherigen Video, habt ihr wahrscheinlich gesehen. Und mir ging es darum, dass ich die beiden Skills hier bekomme, wobei die mittlerweile jetzt auch wieder stärker sind. Aber schaut euch mal an, warum den Skill... Ja, das ist einfach so viel Damage, den er da rausknallt. Genauso wie bei dem Eis. Das ist einfach richtig nice, ja. Und wenn du solche Skills dann hast für einen Boss, dann macht das wenigstens noch ein bisschen was Sinn. Oh, Platin-Stärke-Trank. Ja, die habe ich nicht benutzt gehabt. Die werde ich mir jetzt mal reinhauen, die alle. Hab die ja nicht umsonst mitgenommen am Anfang oder gekauft. Und dann gehen wir mal hier rein und müssen hier Spinnen und so ein Zeug töten. Und wie es danach weitergeht, weiß ich nicht mehr. So weit war ich noch nicht. Ich habe am Anfang habe ich mit der Magierin, die braucht richtig viel Level und richtig viel Gear, um weiterzukommen. Also die Heilerin, nicht die Magierin, die Heilerin. Und dadurch ist es halt ziemlich schwer gewesen am Anfang. Hier gibt es jetzt, ich glaube, 3 Bosse waren das. Und die droppen Ringe und Waffe, glaube ich. Also es ist eine bessere Waffe. Und Ohrringe, glaube ich. Ich weiß es auch nicht mehr. Muss man mal gucken. So, wir probieren einfach mal den 7er Skill hier an dem Mob aus. Also, guck mal, mit Critical ist das so dermaßen derb. Geben gut Money, geben gut XP. Ja, der macht mittlerweile einen Uncrit 1200. Aber das ist auch nicht so viel wie zum Beispiel der Flame Birch. Also der macht ja so viel Damage. Ja, wo ist er denn? Ja, die folgen einem. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich bei dem letzten... Da ist ein Boss. Ob ich beim letzten Charakter, bei der Heilerin, ob ich da viele eingesammelt habe. Ach, und dann kannst du Flamberish als Combo über Q nutzen. Ah. Okay. Gut. Sie will es wissen. Jo, da waren ja sehr viele Mobs bei. Sie hat zum Beispiel diese Rüstung gedroppt, permanently bound, 45, ist es nicht besser als die plus 5er, die ich da anhabe. Was in Klammern steht, wird dazu gerechnet. Aber das war jetzt auch wieder hier. Gut, was an XP. Ich habe immer von hier oben auf die Treppe runter, von der Treppe da runter geschossen. Um die da unten zu kloppen. Und dann ist sie in der Zeit, wo die hier die Treppe hochgekommen ist, war die schon halb tot. Und das funktionierte. Werde ich euch mal zeigen. Ich habe also zu später kaum noch Heiltränke benötigt. Kannst du dich hier an die Ecke stellen? Dann kannst du nämlich im Umkreis schießen. Benutze das hier. Da kann ich direkt das Ding hier dabei benutzen. Schon mal sehr nice. Na, ja, ich bin zu nah, glaube ich. Okay. Das war jetzt doof, weil ich einfach zu nah bin. Muss noch mal probieren, von weiter entfernen. Ah, hier. Ein Fairy Shield Guardian. Also, ah, krass, Alter. Ne? Physical Defense für den Guardian 200 ist richtig derb. Ja, das war ein dicker Sack. Jetzt bin ich überladen. Nee, jetzt bin ich... Ach, hier, genau das Spinnennetz, ja, ja. Wenn du in dieses Spinnennetz läufst, kannst du nicht vernünftig laufen. Dann musst du hier. Nur hier kannst du dann laufen. Ja, so sieht das Ganze aus. Vor allen Dingen, man heilt sich ja relativ schnell. Durch nichts tun. Oh, da kommt die Müdigkeit.
3 Stunden Laberababa, da ist dann irgendwann auch der Kopf fertig. Was leuchtet denn da? Komm hier. Sowas mag ich auch, dass du aus der Entfernung sehen kannst, was du da gerade anvisierst. Mal gucken, ob ich von hier aus angreifen kann. Das war zu weit. Ja, also wenn du hier dich irgendwie hier verflüssigen willst, ist natürlich mit dem Spinnennetz richtig scheiße. Aber ich finde das gut, mit diesem Combo-Gameplay direkt cool. Oh, die war direkt im Arsch. Was war das? Achso, wieder so eine Arcane Rope. Noch was. Oh, das war... Doch, ihr Loot war das, okay. Ja, dementsprechend kannst du jetzt hier zum Beispiel gucken, dass du hier Level 9 oder Level 10 machst. Und wenn du dich traust, kannst du auch einfach ein paar Mobs ziehen. Unter anderem die Mama da hinten mitmachen. Ja. Das war jetzt mit Bedacht gewählte Combo. Das hier ist für den Priester. Krass. Was ist denn das? Priester exklusiv. Ja, ist das ihre Verteidigungswaffe oder was? Keine Krone? Doch, natürlich. Crest ist doch Krone, ne? Nee, das ist ja Krone. Keine Ahnung, was Crest ist. Müssen wir mal hinschreiben. Ja. Ah, hier, jetzt ja beendet. Muss ich mir zurücklaufen? Ja, steht nichts dabei. Wir wissen, wo man seine Quest abgeben soll. Auf jeden Fall werde ich ihm hier wieder eine Bombe oben reinknallen. Oh, das ist einer, der gerade echt ein bisschen mehr Damage braucht von mir. Aber gar nichts Besonderes. Man sieht das am Sack, wie bei der Kiste. Wenn es ein großer Sack ist, ist was Gutes drin. Wenn es ein kleiner Sack ist, ist was Schlechtes drin. Gut. Ich meine, jetzt könnte natürlich jeder Spieler hier unten ein bisschen rumfahren. Was muss ich denn hier machen? Webbit. Ich habe keine Ahnung, was Webbit ist. Ich würde aber einfach mal hier oben weiterlaufen und mal gucken, dass ich euch noch ein bisschen was von der Welt zeige. Bömmchen! Und oh, der hat überlebt? Nee, ich wollte gerade sagen. Ja, da kann man natürlich richtig geil Geld machen hier und ne? Items auseinandernehmen und so, also das ist schon richtig fett. Vor allem die blauen Level 10 Dinger bringen natürlich gut was. Oh! Die kenne ich noch nicht. Nee. Ach, die muss ich machen. Ja, sieh mal. Oh, eine an. Komme ich von hier aus ran? Kommt die hier runter? Na. Ja, schaffen wir. Frostbombe! Okay, also gestorben. Oh, die bringt aber auch nichts. War ja gar nichts. Kupfer. Was soll ich hier unten machen? Webbit. Was ist denn Webbit? Destroy Spiderweb. Ja, aber wo? Da müsste ich ja dann irgendwo sehen, dass ich das irgendwo kaputt machen kann. Oh, ich mach mal das da hinten kaputt. Vielleicht bringt das ja was.
Haben sie jemanden eingefangen? Oh, das war's in der Ecke. Ja, sieh mal einer an. Was gibt es als Belohnung? Einen Ring. Ach so, und nicht so equipped ist, was als Bonus kommt, wenn man das benutzt. Aber er zählt den anderen Ring dann weg, aber eigentlich hat man ja beide Ringe an. Ah, okay. Und was ist da oben? Press F to pick up load. Ich sehe kein Load. Ah, ich glaube, ich muss erst hinten die Quest abgeben. Dann sagt er, geh da rüber und aktiviere das Tor. Ja doch, das habe ich glaube ich gemacht und dann war mir das irgendwie zu doof oder so. Bin ja mal gespannt. Wenn ich hier runterspringe, bin ich wahrscheinlich im Arsch, oder? Probieren wir mal aus. Nur Fuß gebrochen. Geht ja. Ja, das ist das Gute beim Teleport. Ach, bei der Combo mit Q, ich glaube, dass euch das aufgefallen ist, da spart ihr einen Balken. Dann fängt der über Q direkt an mit Charge 2. Also dann ist schon mal erste Charge geladen und dann geht er direkt auf die nächste, ist dann direkt schon die dritte. Dann habt ihr ein bisschen schnelleren, könnt ihr schneller die Skills rausknallen. Starting at Level 7, you know what? Verstehe ich nicht. Da kommen manchmal Nachrichten, ja, aber ich habe keine Ahnung, was der von mir will. Ja, aber bis jetzt auf jeden Fall eine sehr spannende Ecke, wo man mal ein bisschen Boss-Hunting machen kann. Müsste dann auch noch PvP, Open PvP sein, sodass man sagt, jo. Lulu Berlu. Okay. Wenn man sonst keine Namen hat. Ja, jetzt gehen wir hier oben noch die Quest ab und gucken mal, ob wir dann darüber müssen. Wir haben auch schon wieder 13 Minuten auf der Uhr. Ob wir das schaffen? Ach, kann ich erst Level 10 benutzen? Hier könnte ich sofort benutzen. Dafür müsste ich es aber upgraden. Ja, das ist dann wieder sowas, wo du denkst, wollen wir das überhaupt so? Machen wir mal. Nehmen wir das Ding einfach mal plus 5. Hier, im Gegensatz zu Black Desert, ist hier jedes Verteidigungsding wichtig. Im Black Desert zählt es ja wohl nicht so ganz dazu, wie ich bemerkt habe. Was ist mit dem Boyar-Ritter? Ah, die ist auch unsterblich, die Alte. Irgendwann kommt das noch, da muss man diese ganzen Posten erstmal freikloppen, wenn die NPCs gestorben sind, muss man sie dann alle erstmal wiederbeleben. Aha. Ach nee, das war Ding jetzt. Ach, hier habe ich noch eine Achter. Ach so, ich musste ja erst 8 werden. Jo, da machen wir noch die Rüstung. Okay, als nächstes eine neue Waffe.
Destroy Barriere. Ja. Das schaffen wir. Ja, das ist auch nicht unbedingt viel für Verteidigung. Aber hey, immerhin. Aber nachher wieder alles auseinandernehmen. Das hier ist auch eine Solo-Instanz. Das heißt, hier sind auch keine anderen Mitspieler, wenn ihr hier farmt. Finde ich ein bisschen komisch. Man sollte das vielleicht auswählen können. Man könnte ja machen Solo-Instanz oder Multiplayer-Instanz und dafür dann doppelt so viele Mobs und PvP. Wäre ja schon nice. Oder dreimal so viele Mobs. So dass man hier richtig, dass es richtig lohnt, sich in einer Gruppe hier drin zu versammeln und dann 20 verschiedene Channel oder so, oder 10. Ja, die droppen die Level 10 Sachen. Das ist natürlich schon immer jedes Mal. Interessant hier ranzugehen. Das hörte sich nach einem Ring an. Ne, wieder dieses Schild. Aber man hört das dann auf jeden Fall, wenn da was Gutes droppt. Aha. Okay. Habt ihr gesehen, ja? Da ist ein Quest-Mob, der dich dann so gut wie ins Grab bringt innerhalb von ein paar Sekunden. Das ist schon echt krass. Also hier ist kein Heiltrank benutzt, wäre ich vielleicht sogar gestorben. Ja, Alter, überleben die alle mit einem Lebenspunkt oder was? Ah, der Kupfer muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Ach, hier ist so ein... eine Spinne, ja. Und, was gab er? Aha. Ach, ich hab Folgen auf F, wenn ich den Gegner angeklickt habe. Sehr witzig. Echt jetzt? Ist das echt dein Ernst hier? Ja, also stark war ja was anderes, ne? Aber ich glaube, jetzt müssen wir den Rambams hier oben kloppen. I asked only for the time to do our Lord's bidding. Ja, was den Eindruck, dass die alle auf den Maya ausgelegt sind, vom Damage überleben, wie man jetzt gerade gesehen hat. Und du dann als Heiler echt keine Chance hast, aber... ja, schieb deinen Stab da rein kaputt. Bevor der Zeug hier weggeht. Was war das hier? Increase Konstitution. Naja. Gut. Ja, das war die erste Welt, Level 1 bis 8, so wie es aussieht, oder bis 10. Also ich weiß, dass ich hier mit dem Heiler bis 10 erstmal gemacht habe, damit ich auch weitergekommen bin, eben wegen den Level 10 Skills. Und somit sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.